Guten Morgen in die große Runde und herzlichen Dank an Katja Maurer und Thomas Seibert und an Eva Buchholdt für die Zusammenfassung und die Liste, die sehr gute Liste, Auflistung, eigentlich ja eine Forderungsliste. Wie gesagt, mein Name ist Anselm Franke. Ich bin Kurator am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, wo unser nächster Gast auch schon häufig gesprochen hat. Kurz nochmal ein paar technische Details. Die Live-Simultanübersetzung ist über das Globus-Symbol Interpretation unten in der Zoom-Leiste zugänglich. Ich werde gleich auf Englisch sprechen, also courtesy to the panelists, I will switch to English. Ich werde gleich Englisch reden, aus Höflichkeit gegenüber den Teilnehmern. Auf Deutsch oder Spanisch oder Französisch über die Interpretationsfunktion von Zugang haben. Und hier auch einen herzlichen Dank an die Übersetzerinnen. Wir hören erst einmal den Vortrag von Akil Mbembe. Danach haben wir zwei Gäste für das Panel zur weiterführenden Diskussion und öffnen dann auch zum Publikum. Hier wird Riad Ottmann von Medico mich unterstützen und die Fragen, die Sie ausschließlich über die Frage- und Antwortfunktion, also über die Q&A-Funktion von Zoom stellen können, der wird die in das Panel übergeben, an das Panel übergeben und teilweise vielleicht auch zusammenfassend an uns weiterleiten. Eine kurze Frage an das Medico-Team. Hat unser Vortragender uns mittlerweile erreicht? Ist er Teil der Konferenz? Weil wir hatten vor ein paar Minuten das Problem, dass Akil Mbembe noch nicht im Zoom drin war. Noch nicht. Okay. Solange Akil noch nicht da ist, werde ich einfach weiter auf Deutsch sprechen und ihn schon mal vorstellen. Ich gehe davon aus, dass wir im Hintergrund versuchen, ihn per Telefon zu erreichen. Ich hoffe, dass er uns dann bald beehrt. So, Akil Mbembe ist ein kamerunischer Philosoph, politischer Theoretiker und Philosoph und natürlich vor allem eine Art von Public Intellectual, der zu den wichtigsten Stimmen der Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus, aber auch der zeitgenössischen afrikanischen Philosophie gehört. Akil Mbembe hat an Universitäten wie der University of Berkeley in Kalifornien, an der Harvard-Universität in Columbia in New York, in Yale in New Haven, in Harvard und einigen anderen unterrichtet und ist seit längerem an der Universität von Witwatersrand in Johannesburg, wo er auch lebt, lehrend tätig. Seine Schriften sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Zu den wichtigsten gehört Kritik de la raison nègre, bei Surkamp auch auf Deutsch erschienen, Politik de l'inimité, Necropolitics von vorletztem Jahr und so wie ich verstanden habe, auch gerade im Prozess der Übersetzung Brutalisme, ein Buch, was er zusammen mit Felwin Sir verfasst hat und von aus diesem Zusammenhang dieses Buches werden wir heute, glaube ich, auch einiges hören. Er ist auch der Mitbegründer des Thinktanks Atelier de la Pensée in Dakar, auch mit Felwin Sir, und auch in Deutschland ein häufig gehörter Vortragender, aber auch ein häufig beehrter Vortragender. Unter anderem hat er den 36. Geschwister-Scholl-Preis bekommen für das Buch Kritik de la raison nègre. Und natürlich bekannt nicht zuletzt auch denen, die ihn vorher noch nicht kannten, durch eine sehr kontrovers geführte
Debatte letztes Jahr, der sich Akhil Mbembe im Kreuzfeuer der deutschen Erinnerungskultur und ihrer sich verändernden politischen, ich nenne es mal politischen Tektonik, wiederfand. Die vielleicht auch ein Paradebeispiel war für die Probleme, die Deutschland, aber auch Europa insbesondere nach wie vor hat, mit einem Verständnis, der auch einem strukturellen Verständnis der Rassifizierung in der Biopolitik der Moderne, einem zentralen Thema der Schriften Akhil Mbembes, die gesamte Frage unserer politischen Verfasstheit, einer globalen Ordnung, die zwar eine vielleicht auf medialer, technologischer und durchaus, wenn man so will, auch ökonomischerweise eine realisierte Weltgesellschaft ist, aber keineswegs auf politischer und in Bezug auf die Rechte, wie wir das schon mehrfach gehört haben. Jetzt nochmal meine Frage, hat sich Akhil mittlerweile gemeldet? Kann man mich hören? Ja, wir hören dich. Dann schalte ich jetzt zu. Ich habe Akhil Mbembe eben telefonisch erreicht. Es gab ein Problem mit dem Link. Wir arbeiten an der Lösung. Also ich hoffe, dass er jetzt jede Minute eigentlich dazukommen sollte. Okay, damit wir nicht zu stark in der Zeit zurückfallen, würde ich unsere beiden Gäste für das Panel im Anschluss an Achilles Vortrag gleich auch vorstellen. Und das mache ich in Englisch. Akhil Mbembe hören wir kurze Impulsreferate, Antworten auf den Vortrag von Yvonne Adhiambo-Owuor. Yvonne Adhiambo-Owuor ist eine Kenianerin. Sie ist eine Schriftstellerin aus Kenia und wurde auch ins Deutsche übersetzt. Akhil Mbembe meldet sich, sagt, tut mir leid, ich bin jetzt da. Und wir freuen uns, dass du da bist, sagt der Moderator. Also Akhil, ich habe dich bereits vorgestellt. Und stelle noch kurz die Podiumsteilnehmer vor für die Diskussion nach deinem Input. Habe gerade Yvonne Adhiambo-Owuor vorgestellt, die ja unter anderem den angesehenen British Cane Prize für afrikanisches Schreiben gewonnen hat und auch den The Dragonfly Seas ist ihr zweiter Roman, auch der wurde ja weithin besprochen, auch in den deutschen Medien. Zweite Podiumsteilnehmerin ist Sabine Haag, Professorin an der Technischen Universität Berlin, und dort leitete sie das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Genderstudien und ist eine der Gründungsfiguren und eine der führenden Stimmen für die Queer Theory in der deutschen akademischen Welt und ist bekannt als Aktivistin landesweit. Also ein herzliches Willkommen jetzt schon unseren beiden Podiumsteilnehmerinnen und wie ich anfangs schon sagte, Riad Othman von Medico International kommt später dazu und wird sich gelegentlich in die Diskussion einschalten und letztlich als Moderator oder Sammler für die Fragen dienen, die von unseren Zuhörern über die Q&A-Funktion im Chat gestellt werden. Nochmals, wer auf Deutsch, Französisch oder Spanisch zuhören möchte, der wähle bitte den kleinen Globus unten am Bildschirm im Zoom-Fenster. Und damit, denke ich, übergebe ich jetzt an Akhil. Ganz herzlich willkommen nochmal und wir freuen uns sehr, dass du heute früh dabei bist. Ja, herzlichen Dank und Entschuldigung nochmal. Wir hatten hier ein paar technische Probleme, aber jetzt geht's. Zunächst mal möchte ich Thomas und seinem Team danken dafür, dass sie mich netterweise eingeladen haben. Und aus Gründen, die ich, glaube ich, nicht weiter ausführen muss,
habe ich mich sehr gefreut, dass er mich eingeladen hat. So wie ich das verstehe, wird diese Konferenz ja auch von anderen Institutionen unterstützt, Friedrich-Ebert-Stiftung nämlich und auch Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist auch in Afrika sehr stark vertreten und arbeitet dort solidarisch mit verschiedenen lokalen Organisationen und das schon sehr lange. Ich selbst war auch an dieser Arbeit immer wieder beteiligt. Ich habe mir gedacht, ich sollte ein bisschen Kontext liefern für die Art von Überlegungen, die ich mit euch gern anstellen möchte. Genau wie der Rest meiner Arbeiten in den letzten Jahrzehnten sind das jetzt Überlegungen und Reflexionen, die Teil sind eines bewussten Versuches, die Welt aus Afrika zu lesen und auch Afrika zu lesen, nicht als separaten, sondern als Bestandteil der Welt. Jetzt fragt ihr vielleicht, was bedeutet die Welt von Afrika heraus lesen und was ermöglicht uns das zu sehen? Mit einer Art von Klarheit zu sehen, mit einer Art von Dringlichkeit zu sehen, die wir vielleicht nicht unbedingt dann erfahren, wenn wir die Welt von woanders lesen. Was also ist es, was Afrika da ausmacht? Was bedeutet es für uns das Verständnis der gegenwärtigen Bedingungen und darüber, was es genau ist, was wir rekonstruieren müssen? Daher ein paar kurze Punkte von mir dazu. Einfach nur für ein Verständnis dessen, wo ich daherkomme. Es scheint mir so, dass jetzt, wo das neue Jahrhundert im Gange ist, dass da auf allen Kontinenten hier und auch auf anderen Kontinenten guten Willens sind und mehr anerkennen, dass es kein besseres Labor gibt als die südliche Hemisphäre, allgemein gesagt, und Afrika insbesondere. Kein besseres Labor in dem Sinne, dass man dort die Grenzen unseres Wissens, unserer epistemologischen Vorstellungskraft austesten kann, wenn man so will, aber auch, um Neuheit und Originalität zu verstehen und zu beschreiben und somit die verschiedenen Pfade und Trajektorien der Transformation zu erkennen in der Welt von heute. Das ist der erste Grund dafür, dass Afrika von solcher Bedeutung ist für das Thema, das uns hier heute zusammenführt. Und ich würde noch weitergehen und sagen, Afrika ist eines der entscheidenden Epizentren kontemporärer globaler Transformationen und auch solcher Transformationen, die noch vor uns liegen, die noch kommen werden. Und das sage ich aus verschiedenen Gründen. Beispielsweise, weil hier, und wenn ich sage hier, dann meine ich hier in Afrika, hier ist es so, dass die meisten der Themen und Probleme, die wir oft in der materialistischen Sprache der Ökonomie beschreiben, der politischen Ökonomie, Konzepte wie Entwicklung, Wirtschaftswachstum, makroökonomische Stabilität oder Probleme der Gestalt, ob es eine Wurzel gibt, einen Pfad vielmehr hin, dass Afrika sich aus der Armut hinaus entwickelt oder ob es ein alternatives Wachstumsmodell gibt. Die meisten dieser Kategorien weisen ultimativ auf eine
fundamentale Frage hin, eine grundlegende Frage. Und was ist diese grundlegende Frage? Das ist folgende. Wie können wir das Leben weiterleben? Wie geht es weiter mit dem Leben? Für jeden. Und für alles, für jedes Ding. Nicht für einige unter Ausschluss anderer, sondern weiterleben für alle und für alles. Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt, wo diese Frage uns in ihrer Dringlichkeit so sehr entgegenschlägt und auch in ihrer Klarheit und ihrer Radikalität. Also aus der afrikanischen Erfahrung heraus ist die Frage nicht nur Rekonstruktion der Welt. Es ist vielmehr die Frage, welche Art von Welt müssen wir denn rekonstruieren? Und da würde ich sagen, es gilt, eine Art von Welt zu rekonstruieren, in der es Platz gibt für alle und für alles. Das scheint für mich alles entscheidend und das ist eine Lektion, die sich ergibt aus der afrikanischen Erfahrung. Eine Welt, in der für jeden und für alles ein Platz ist. Und damit meine ich für alle Lebewesen, und zwar sowohl jetzt als auch auf unbestimmte Zukunft. Die Frage der Temporalität, der Bewohnbarkeit zu einem Zeitpunkt, der langanhaltend ist, der nachhaltig ist. Nicht eine bestimmte Zeit, nicht die Zeit von Zynismus und von Hass, sondern ein Zeitalter vielmehr, das nachhaltig, das langanhaltend ist, weil dort die Bedingungen gelten und geschaffen werden, um alle Bereiche des Lebens abzudecken. Angesichts all dessen, was es bedroht, von Beginn bis Ende. Damit ist nochmals klar, und jetzt spreche ich wieder hier von unserem Kontinent ausgehend, es ist klar, dass ein solcher Horizont sagen wir mal, aufgezeichnet und aufgetragen wird zu einem Zeitpunkt, an dem alle Fragen noch präsent sind. Und auch sehr alte Fragen bleiben weiterhin präsent. Fragen, die uns schon sehr lange Zeit begleiten. Die Frage ist lediglich, warum waren wir bislang nicht in der Lage, sie zu beantworten und zu lösen? Warum sind die immer noch da? Alte Fragen bleiben, obwohl der Kontext sich verändert hat. Und der neue Kontext, soweit ich das sehe, lässt sich durch ein paar Dinge charakterisieren. Entscheidend dabei der Rückzug einer globalen Karte der Entwicklung, wenn man es so sagen möchte. Beispielsweise die Bedingungen, die ein Wiederaufkommen des Wachstums in Afrika im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ermöglicht haben und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Diese Bedingungen beruhten auf einem bestimmten Zusammenspiel von Rohstoffbooms, also Extraktion von Rohstoffen und damit entsprechende Finanzialisierung. Und gegenwärtig ist es so, dass globale Trends hin zu zunehmender Divergenz und Polarisierung weisen. In dem Sinne, soweit es uns zumindest betrifft, dass die internationale rechtliche und regulatorische Architektur, die oftmals die Autonomie Afrikas beschnitten hat, weiterhin gilt. Die verschiedenen multilateralen und bilateralen Abkommen, die
diese Hegemonie des globalen Kapitals fundamentieren, kann man auf verschiedene Art und Weise hier heranziehen. Also dieses Zurücknehmen der globalen Entwicklungskarte, wie ich es genannt habe, führt natürlich wieder zu Ungleichheiten zwischen Ländern, Ländern und ganzen Regionen, was wiederum diesen Rückzug dieser globalen Entwicklungskarte verstärkt und unterstreicht und damit Sorgen bezüglich Isolierung. Isolierung von Risiken, von Gefahren aller Art. Und damit wiederum meine ich, Teil dessen, was wir sehen, ist, dass das Risiko weggeschoben wird, zunehmend outgesourced wird, wohingegen bestimmte Teile der Welt dann als No-Go-Zonen gesehen werden oder als etwas, was man per Fernmanagement betreiben kann. Das ist nicht ganz das, was Kolonialismus war, obwohl der Kolonialismus auch diese Dimension aufwies, einer gewissen Fernkontrolle, eines Fernmanagement. Aber der Kolonialismus war noch deutlich paradoxer, dahingehend, dass er sowohl dieses Management aus der Ferne und dann den Kampf wirklich Mann für Mann vor Ort beinhaltete, in unmittelbarer Nähe. Aber diese neuen Formen des Managements aus der Ferne, des Remote Management, bilden sich nun heraus. Und in dem Zusammenhang mit Unsicherheit und Mangel und natürlich der Extremmobilität des Kapitals und technologischer Innovation gibt es dann ein ganz großes Risiko, nämlich, dass man nicht die Welt rekonstruiert, sondern vielmehr besteht das Risiko darin, dass ganze Regionen der Welt wahrgenommen werden als Zonen dauernden Notzustandes und Ausnahmezustandes, wo humanitäre Intervention nötiger ist als das, was ich sehen würde als zukunftsgerichtete Entwicklung. Case. So oder so ist diese Neuaufstellung dieser Weltkarte auf ganz einzigartige Weise so beschaffen, dass sie die Aufgabe des Wiederaufbauens der Welt deutlich komplizierter macht. Es führt zu einem zunehmenden Auseinanderwickeln zwischen konkurrierenden Entwicklungsmodellen. Was sind diese unterschiedlichen Entwicklungsmodelle? Zum einen haben wir die Entwicklung hin zum Dauernotstand in einem Kontext, wo die Menschen sich fragen, wie sie es von einem Tag zum nächsten überhaupt schaffen sollen. Das zweite ist eine techno-management-mäßige projektartige Entwicklung. Und die dritte ist eine Entwicklung, die langfristig auf strukturelle Transformation der Gesellschaft und der Menschheit als Ganzen ausgelegt ist. Und damit komme ich zu einigen Gedanken dahingehend, wie wir vielleicht herangehen könnten, die Welt zu rekonstruieren. Ich denke, um die Welt zu rekonstruieren, von Afrika ausgehend, werden wir unseren Blick verlagern müssen. Auch mit Blick auf die globalen Entwicklungsansätze und Praktiken. Und dafür müssen wir uns auch die Erfahrungen, die in Afrika gemacht wurden, ansehen. Zum einen müssen wir unseren Blickwinkel ändern, mit Blick auf das, was ich die beidseitige Beziehung zwischen globalen Normen und lokalen Praktiken nennen würde. Warum? Wenn globale Normen nutzbringend sein sollen, dann müssen sie auch eingebettet sein in die lokale Geschichte, in die lokale Kultur und in Programme, die vor Ort lokal entstanden sind.
Zweitens scheint es mir so zu sein, dass um die Welt zu rekonstruieren, aus dem Blickwinkel, den ich hier beschreibe, dies nicht speziell für Afrika gelten muss, aber wenn man diese Perspektive anwenden möchte bei der Rekonstruktion der Welt, dann muss Entwicklung, richtig verstanden, nicht da anfangen, wo Not und Probleme vorherrschen, sondern muss aufbauen auf lokalen Stärken, dem, was lokal vorhanden ist und den lokalen Möglichkeiten, die gegeben sind. Was ich damit meine, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit weg von den Bedürfnissen hin zu dem, was vorhanden ist, lenken sollten. Den Stärken nicht nur mit Blick auf Investitionen, sondern eben auch mit Blick auf das Physische, das Umweltpolitische, die sozialen Eigenschaften, die vorhanden sind. Werte, die auch die Gemeinschaften umfassen, denen wir uns zuwenden sollten, dem Wissen, über das sie verfügen, die Institutionen, über die sie verfügen, die Erinnerungen, über die sie verfügen und ihre kollektive Intelligenz mit dem Ziel, die Kapazitäten zu stärken. So würde ich das sehen, so können wir die Welt aufbauen aus oder auf Grundlage der afrikanischen Perspektive auf die Schaffenskraft der Gemeinschaften zu setzen. Aber bei allem, was ich bisher gesagt habe, muss man auch sagen, dass wir uns mit weiteren Fragen konfrontieren müssen. Und auf diese Fragen möchte ich im Weiteren eingehen. Und dabei Afrika vielleicht ein bisschen mehr beiseite lassen. Denn wir müssen jetzt unseren Blick noch weiter öffnen, die Betrachtung weiter öffnen. Von wem spreche ich denn, wenn ich von allen und allem spreche? Das sind für mich zwei ganz zentrale Begriffe, die wirklich im Mittelpunkt unserer Betrachtung stehen müssen. Wenn wir sagen, alle, sind alle, ist alles, denn dann jeweils Sohn oder Tochter von bestehenden Entitäten, die dann zusammenkommen und sich so entwickeln zu immer größeren und komplexeren Strukturen und Infrastrukturen. Der Technosphäre beispielsweise, ist das gemeint mit allem und allen? Oder heißt alle und alles vielmehr eine bewegliche, heterogene, ein Plenum, aus dem heraus sich etwas formt, ein offenes Plenum, das sich selbst gegenüber offen ist, aber auch der Welt offen steht. Das ist die Frage, geht es um eine Welt, die über unsere einzelne Existenz auch als Nation hinausgeht, die Existenz als Menschheit, denn es ist eine Welt, die alle Lebewesen, lebendigen Wesen umfasst. Wie kann ein derartiges Konzept von allem und allen sich dann wiederum auswirken auf unsere Vorstellung von Dauerhaftigkeit? Das habe ich ja bereits angesprochen, speziell in einer Zeit, wo wir beobachten, wie ökologische und Gesundheitskrisen vermehrt zusammen auftreten. Covid-19 ist eine Verkörperung dieses vermehrten Auftretens dieser Gesundheitskrisen und dieser ökologischen Krise. Und natürlich hat es vor Covid auch schon viele andere Beispiele gegeben. Beispiele, die Leben gekostet haben, die Leben von Menschen, die vor ihrer Zeit
sterben mussten. Ich denke, solche Fragen müssen wir auf den Tisch legen. Und wenn wir über den Kontinent sprechen, dann sind wir dazu gezwungen, diese Fragen aufzugreifen. Wie dem auch sei, scheint es mir so, dass die vorherrschenden Kräfte, die das Umweltgleichgewicht des Planeten gefährden und seine Bewohnbarkeit heute gefährden, auch neue Horizonte der Hoffnung und der Gleichheit und der Gerechtigkeit eröffnen. Aber das hängt direkt von dieser Frage der Zukunft des Lebens ab. Das sind meine Beobachtungen, meine Anmerkungen, die ich gerne mit Ihnen teilen wollte. Ich möchte jetzt aber gerne noch auf einen zweiten Komplex eingehen und auch hier Anmerkungen machen. Die meisten der Punkte haben damit zu tun, ob die Ordnung, die wir geerbt haben, nach wie vor es vermögen kann, diesen Sprung zu schaffen. Ob diese liberale internationale Weltordnung, die wir geerbt haben, auch als Ressource dienen kann für die Rekonstruktion der Welt. Oder ob es vielmehr so ist, dass sie an ihre Grenzen gestoßen ist und es nicht schaffen wird, darüber hinauszuwachsen und dass wir uns deswegen nach etwas anderem umsehen sollten. Das ist so der zweite Komplex der Gedanken, die ich ansprechen möchte. Und die meisten Punkte berühren aus meiner Sicht auch die Fallstricke, die einhergehen mit dieser liberalen Weltordnung. Ich könnte noch lange über diese Themen sprechen, aber ich versuche es kurz zu sagen. Wir sehen ein Ausmaß an Proliferation und Kondensation potenziell tödlicher Konflikte, die kaum noch gefasst werden können, auch von der Justiz kaum erfasst werden können, kaum verhandelbar sind im Rahmen dessen, was wir als liberale Weltordnung bezeichnen könnten. Das beobachten wir. Und das beobachten wir insbesondere auch in den sogenannten fortschrittlichsten Demokratien. Derartige Konflikte sind meines Erachtens zunehmend auch Ausdruck dessen, dass die Art der Existenz und des Lebens derzeit unvereinbar sein kann, häufig innerhalb von geteilten Nationalstaaten, in denen große Bevölkerungsteile sich sehr unterschiedlichen Dingen verschrieben haben und fast nichts mehr gemeinsam haben. Die Frage ist doch, was haben wir denn gemeinsam? Gibt es da etwas? Gibt es da etwas, dem wir uns zuwenden könnten, das wir ausmachen können als etwas, das wir alle teilen, das uns allen gemein ist? Zunehmend ist es so, wenn wir uns die Tagespolitik ansehen, die Politik unserer Zeit, sehen wir uns gezwungen festzustellen, dass in den meisten Fällen so vorgegangen wird, als würde man einander nichts schulden, als sei man dem anderen gegenüber zu rein gar nichts verpflichtet. Als sei es so, dass wir nur jeweils für uns alleine existieren wollten. Und
bis zu einem gewissen Grad lebt der Traum der Apartheid hier fort, wenn man das Konzept der Apartheid im ursprünglichen Sinne betrachtet, nämlich dem Konzept der Trennung, der Sezession, des Sich-Abspaltens, der Verweigerung in Betracht zu ziehen, dass wir unter Umständen eine gemeinsame Biografie teilen und eine Biografie, eine Lebensgeschichte, die wir vielleicht gemeinsam fortschreiben wollen. Liberale Demokratien erleben zunehmend Krieg innerhalb dieser Demokratien und die Kriege werden geführt über Themen wie dem, was sie sich verschrieben haben und der Schließung offener Welten. Da geht es um Ideen wie die offene Gesellschaft beispielsweise. Offen für wen denn? Wer soll denn ausgeschlossen werden? Wer sind die anderen? Und innerhalb welcher Grenzen soll dies geschehen? Oder auch der Gedanke, der heterogenen sozialen Ökologien. Hier gibt es tiefe Uneinigkeit dahingehend, ob Ungleichheit eine Form der Regulierung erfordert, um relative Gerechtigkeit herbeizuführen. Und viele dieser Konflikte beziehen sich auf Grundwerte und entwickeln sich in der Abwesenheit von Vereinbarungen dahingehend, was als legitim gilt und was nicht als legitim gilt, was wahr ist und was Schicksal ist. Auch eine Politik des Vertrauens. Es scheint mir also, dass all dies diese Rekonstruktion der Welt nicht förderlich ist. Es ist diesem Zweck kaum förderlich. Und ich würde gerne einen Punkt ergänzen, der für diejenigen von uns, die in Afrika leben, insbesondere in Südafrika, aber auch an anderen Orten, wichtig ist. Es geht auch um die Rückkehr von Formen der Gewalt, die auf Rasse beruhen. Die Frage des Fortdauerns, Andauerns von Rassismus und insbesondere Rassismus, der gegen Schwarze gerichtet ist. In den USA, in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt. Und daher bin ich gezwungen, sehe ich mich gezwungen, einige Anmerkungen zu machen zu dem grundlegenden Widerspruch, der immer im Mittelpunkt der modernen liberalen Gesellschaften gestanden hat, nämlich der Widerspruch zwischen Demokratie einerseits und Rassismus andererseits. Insbesondere in Gesellschaften, in denen die Vorherrschaft sich auf Rasse gründet und wo das formal gefestigt war, muss man sich dessen bewusst sein, dass es hier Charakteristika gibt, deren man sich bewusst sein muss. Wie war das denn in solchen Gesellschaften? Wie sahen die aus? Über welche Merkmale verfügten die? Drei würde ich gerne herausgreifen. These were bifurcated societies. Eine zweigeteilte, gegabelte Gesellschaft, also in zwei Richtungen gehend, im Beispiel der USA oder auch Südafrika im Falle der
südafrikanischen Apartheid, Bifurkation, wie man es nennen kann, Schwarze, Weiße und alles dazwischen. Und auch wenn den Schwarzen formell Freiheit zugestanden wurde, in den USA beispielsweise, war es so, dass die Unwürdigkeit, die sie erfahren mussten, immer noch als natürlich, als unvermeidbar erfahren wurde. Und genau in diesem Kontext, in dem die Bifurkation als Norm des Landes empfunden wurde, das ein erster Gedanke. Ein zweites Charakteristikum. Nehmen wir Südafrika, nehmen wir auch die USA oder vielmehr Südamerika, Brasilien auch in gewissem Ausmaß oder andere historisch rassistische Ausbildungen. Die Weißen hingen zu einem großen Teil von der Leistung der Schwarzen ab. Die Sklaven beispielsweise wurden aber als andersartig betrachtet, das ganz sicher. Aber es war eine Andersartigkeit und Andersartige, die die Weißen dennoch brauchten, von denen sie abhingen, ob ihnen das bewusst war oder nicht. Und hier liegt die Krux der Sache. Die Sklavengesellschaft hat sich sozusagen so herausgebildet, dass es illegal wurde, sich um die zu kümmern, von denen man abhing und deren Existenz wiederum von denen gewährleistet wurde, die versklavt waren. Aber hier liegt der Widerspruch der Sklaverei in der frühen modernen liberalen Ordnung. Also die sozialen Gefüge sahen so aus, dass die Versklaver, die Kolonialherren, wenn man so will, sich vor keinerlei größeren moralischen Herausforderungen sahen, wann immer sie diejenigen vernachlässigt oder brutalisiert haben, die sich um sie gekümmert haben und von denen sie abhingen. Und sie sahen sich auch keinem moralischen Dilemma ausgesetzt und konnten auf diese Art und Weise jeden reparativen Impuls unterdrücken gegenüber denjenigen, die sie versklavt und kolonisiert hatten. Das heißt, die Krux des Rassismus liegt darin, dass er den Rassisten dabei hilft, die Fiktion von sich selbst aufrechtzuerhalten, selbstgenügsam, Selbstversorger zu sein, die von niemandem denn sich selbst abhängen. Und wo kolonialer Rassismus vorherrscht, ist es so, dass auch Verantwortung gegenüber denjenigen, denen Schaden zugefügt wurde, abgelehnt wurde. Statt zuzugeben, dass Schaden zugefügt wurde, wurde dieser Instinkt oder solche Anmutungen unterdrückt. Und das führt zu Gleichmütigkeit, Resignation, dahingehend die ungleiche Lebensqualität und Lebenschancen zu akzeptieren für die Versklaver und Kolonialisierer auf der einen Seite und die Versklavten und Kolonialisierten auf der anderen Seite. Ein letzter Punkt. Permanente Inkompatibilität. Das, was jetzt als White Supremacy, weiße Vorherrschaft in den USA oder auch Südafrika bezeichnet wird, das war auch die Hochzeit des modernen Rassismus. Diese Vorstellung nämlich, dass es einen grundlegenden Unterschied gab, dass man nichts gemeinsam hatte, dass es permanente Inkompatibilität gab zwischen
diesen verschiedenen sogenannten Rassen. Damit meine ich Folgendes. Das Fortdauern des Rassismus oder von Formen des Rassismus sehe ich als Versagen des Projektes der liberalen Ordnung. Wo ich nun all dies ausgeführt habe, möchte ich jetzt langsam zum Ende kommen und noch ein, zwei Worte dazu sagen, ob wir die Welt rekonstruieren können oder nicht. Allein auf der Grundlage der Verteidigung der sogenannten Werte der Aufklärung. Oder ob wir die Welt rekonstruieren können auf Grundlage von einer Art die wir gegenwärtig allenthalben diskutieren. Europa, Amerika, Brasilien, Südafrika, sonst wo. Es gibt diejenigen, die der Meinung sind, dass das die Ressourcen sind, die wir mobilisieren müssen, um die Welt so zu belassen, wie sie ist, oder eben sie zu ändern und zu rekonstruieren. Ich möchte jetzt nicht mehr allzu sehr ins Detail gehen. Aber falls das jemand vergessen haben sollte, Kant hat seine Idee, seine Vorstellung von Kosmopolitismus entwickelt für eine Welt im Frieden. Er hat das Gleiche gemacht für die Doktrin der Rechte und gleichermaßen auch in seinen Ausführungen zum Kolonialismus. Ich würde aber sagen, seine Art des Kosmopolitentums und auch der Kosmopolitismus der Neokantianer, derjenigen also, die ihn am Leben erhalten wollen sozusagen, diese Art von Kosmopolitismus mag sich, und das müssten wir überprüfen, befasst haben mit Fragen der Ungleichheit und politischen Verantwortung auf Ebene der Welt insgesamt, aber sicherlich basierte das nicht auf dem Axiom gleicher Behandlung aller Subjekte, egal welcher Zugehörigkeit. Und ganz sicherlich beruhte das auch nicht auf dem Konzept dessen, was ich genannt habe, alle und alles. Denn da kommt ein Mangel zutage gegenüber dem, was ich vom afrikanischen Kontinent aus betrachtet bezeichnen würde als alle und alles. Natürlich gibt es da eine moralische Verachtung des Kolonialismus bei Kant, insbesondere im dritten Teil seiner Ausführungen eine Herabwürdigung, eine Verachtung für den Kolonialismus, wenn er Themen der Besiedlung, wie er es nennt, behandelt oder was anderswo koloniale Okkupation genannt wird. Tatsächlich ist es so, dass das aber noch keine wohl ausgearbeitete Kolonialismuskritik ist. Und eine noch schärfere Tatsache, wenn man so will, ist, dass Kants Äußerungen zum Kolonialismus kompatibel sind mit einem hierarchischen Konzept von Rasse und Zivilisation, die sich auch in Kants früherem Werk findet. Seine Geographie, seine Arbeiten zur Ästhetik und so weiter.
Also, koloniale Ungerechtigkeit. Damit zu Rande zu kommen, er fokussiert sich dabei auf intraeuropäische Konflikte, die in Länder weit weg übertragen werden und deren Einfluss auf langanhaltenden Frieden. Darum ging es ihm. Und das war ein Ansatz, der nichts oder wenig zu tun hatte mit der Frage globaler Ungerechtigkeit zum damaligen Zeitpunkt und natürlich auch heute. Was sagt uns das nun? Und was sind die Konsequenzen dessen, was ich gerade ausgeführt habe? Es bedeutet, wir können die Welt nicht rekonstruieren nur auf Grundlage des Kantschen Kosmopolitismus. Das können wir nicht, weil er und die Neokantianer die intellektuellen Ressourcen und politischen Praktiken außerhalb des Westens nicht ernsthaft in Betracht ziehen. Sie nehmen sie nicht ernst. Und das, obwohl hier Afrika, Lateinamerika, die südliche Hemisphäre insgesamt, diese Regionen also historisch immer am empfangenden Ende sozusagen globalen Unrechts waren, was ja der Kosmopolitismus versucht, wieder zurechtzurücken. Und als Folge dessen haben diese Regionen nun gut entwickelte Gedanken und politisch-praktische Konzepte und Einsichten zum Thema globale Ungerechtigkeit und Rekonstruktion der Welt, Bedingungen, unter denen die Welt sich neu schaffen ließe. Und deswegen ist es so, dass Kantivismus, Neokantivismus nicht in der Lage war, eine kritische Theorie von Weltgerechtigkeit, eine post-eurozentrische Vision des Kosmopolitismus festzuschreiben. Lasst mich und lassen Sie mich nun zum Ende kommen. Die Kritik der liberalen Ordnung. Da habe ich die Grenzen aufgezeigt des Kantschen Kosmopolitismus. Wenn all das nun nicht reicht, wenn das unzureichend ist, auf welcher Grundlage dann können wir uns etwas neu vorstellen, was ich als Ethik der gemeinsamen Erde bezeichnen würde? Die Richtung, in die wir also wahrscheinlich gehen sollten, hin zu einer Ethik der gemeinsamen Welt. Dazu noch zwei, drei Dinge und dann bin ich fertig. Wenn wir also uns dieser Ethik der gemeinsamen Erde verschreiben wollen, wenn wir da in die Richtung wollen, was nicht so sehr ein Korrektiv sein soll des klassischen Kosmopolitismus oder Vorstellung von anhaltendem ewigen Frieden, vielmehr wird hier ein ganz neuer Horizont aufgemacht. Und wenn wir in diese Richtung gehen wollen, dann müssen wir als allererstes mal andere Archive uns bedienen. Die Frage der Archive. Wir müssen andere Archive suchen. Das müssen wir, weil die Frage der Angemessenheit der Konzepte, der Bewertungspraktiken, wie wir sie geerbt haben und übertragen bekommen haben aus der Vergangenheit, auch der jüngeren Vergangenheit, eine Vergangenheit in einer der vielen Provinzen der Welt. Und diese Frage gilt es aufzuwerfen. Es gilt sie aufzuwerfen, denn jetzt sind wir uns ja einig, es gibt da radikale Brüche in der Realität der Natur, in der Realität der Erde. Es gibt radikale Rupturen in der Realität des Menschen. Und diese Ruptur oder Rupturen, wenn man so will,
müssen eine Antwort finden in einer ähnlich radikalen Diskontinuität der Kultur, also neue Weisen und Arten des Denkens, denken auf planetärer Skala und Ebene. Wir werden die Welt nicht rekonstruieren, wenn wir nicht auf planetärer, auf Ebene der gesamten Welt und Erde denken. Das ist der erste Grund. Zweitens, um eine Art von Welt zu rekonstruieren, in der es Platz für jeden und alles gibt, dann müssen wir die Angemessenheit in Frage stellen von traditionellen Konzepten und Kategorien der Ethik. Warum das? Weil so zu denken, wie wir es gelernt haben, zu denken über die Welt, hat uns ja nicht davon abgehalten, ethische Blindspots zu kreieren und Fehler. Jetzt, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Und das aus dem Grunde, dass das, was wir für gute Gründe und gute Werte an einem Ort halten, nicht unbedingt das Gleiche und das Angemessene ist an einem anderen Ort. Also eine selbstkritische Perspektive ist hier essentiell. Nicht nur machen Menschen Fehler, sie sind auch in der Lage zur Selbsttäuschung. Und in Bezug auf andere Teile der Welt ist es so, dass der Westen sehr oft einer Selbsttäuschung erlegen ist, darüber, was verkündet wird, was gemacht wird und warum. Wir wissen das aus unserer eigenen Erfahrung in Afrika. Lassen Sie mich nun zum Ende noch ausführen, wir müssen über den Kosmopolitismus hinaus zu einer neuen Ethik der Welt oder der Erde kommen. Diese neue Ethik der Erde bedeutet die Vorstellung von gemeinsamen, ich möchte gar nicht sagen Eigentum an der Welt, an der Erde, sondern eine gemeinsame Fürsorge für die Welt. Die Erde, die uns allen gehört, um die wir uns alle gemeinsam sorgen müssen, in einer Art und Weise, wie distributive und reparative Gerechtigkeit zusammengeführt werden. In einem Umfeld, in dem sehr oft der eine oder das eine gegen das andere aufgerechnet wird. Das wiederum erfordert ein Überdenken von Fragen und Konzepten wie der Möglichkeit eines angeborenen natürlichen Rechtes, was in gewisser Weise die kontinuierliche Legitimität von Besitztumskonzepten in Frage stellen würde. Das Konzept, dass alle Menschen einen symmetrischen moralischen Status haben, wenn es darum geht, die Prinzipien für die Distribution zu rechtfertigen, für Welt oder Erde und Raum und Ressourcen. Aber das eben nicht nur für alle Menschen, sondern für alle Lebewesen. Ganz herzlichen Dank.